Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Ja, ich freue mich, dass ich es jetzt endlich auch mal geschafft habe und in der Lage bin, eins für euch zu drehen. Willkommen in Woche 17 bis 20 und ich freue mich riesig, euch über diese Zeit zu berichten. Ich bin hier also sehr gut ausgestattet, einmal mit meinem Schwangerschaftstagebuch, mit einem Bild und meinem Mutterpass. Ich habe hier alles schön fein säuberlich vor mir liegen, um auch keine wichtigen Infos für euch zu verpassen. Die Woche 17 bis 20 ging vom 22. Februar bis zum 21. März und ja, das war somit der fünfte Monat. Ich fange mal an, im fünften Monat fing es eigentlich tatsächlich erst so richtig an mit den Schmerzen. Viele wissen ja schon, dass ich sehr damit zu kämpfen habe, dass ich Beckenschmerzen habe und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass das hier extrem war. Das war ja vor meinem Amerika-Urlaub oder vor unserem Amerika-Urlaub. Wir sind ja am 20. März, genau, am 20. März sind wir in die USA geflogen und vorher fingen diese Schmerzen an. Ich habe schon gedacht, das kann nicht wahr sein. Das sind Schmerzen am Schambereich und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ich auf dem Sofa sitze oder liege oder mich im Bett umdrehen will nachts, Katastrophe. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen dabei, weil diese Bewegungen kommen komplett aus der Hüfte. Und wenn ich weiß, ich muss mich umdrehen, dann muss ich mich psychisch darauf echt schon vorbereiten, weil das waren echt schon Schmerzen, die jetzt sehr, sehr stark sind. Also es wird immer schlimmer. Und deswegen war ich ziemlich oft beim Frauenarzt, weil er immer gucken wollte, ob alles in Ordnung ist. Und das Wichtige natürlich vorab, mit dem Kind war immer alles in Ordnung, war alles super. Es ist immer gut gewachsen für seine Zeit und für die Entwicklung. Also Gott sei Dank war mit dem Baby immer alles in Ordnung. Übrigens sitze ich gerade auch in dem zukünftigen Babyzimmer. Und es kann sein, dass es so ein bisschen halt, weil wer bei meinem letzten Vlog gesehen hat, den verlinke ich euch mal in der Infobox, hat gesehen, dass ich hier kräftig angefangen habe, das Babyzimmer auszumisten. Und das Babyzimmer, also die Möbel-Babyzimmer kommen jetzt erst, genau. Ja, auf jeden Fall Symphysenlockerung, das Wort fiel. Mit meinem Frauenarzt habe ich das nicht besprochen so groß. Er hat nur gesagt, es gehört dazu. Dem Kind geht's gut und das Einzige, was wir machen können, ist Krankengymnastik. Das war so der letzte Versuch, den wir gestartet haben. Dazu erzähle ich euch aber im nächsten Update, weil das nächste Update betrifft und nicht das hier. Wichtig ist, so fing es ungefähr an. Ich, trotz meiner Schmerzen, die ich habe, genieße ich jeden Tag und ich genieße jede Sekunde und in vollen Zügen und deswegen schreibe ich halt auch immer wirklich ganz, ganz viel in mein Tagebuch auf, was mich so beschäftigt. Ich halte sogar jede Terminkarte fest, also jede Terminkarte beim Arzt. Ja, genau. So, was kann ich euch noch erzählen? Ich habe mir aufgeschrieben, wann ich das erste Mal mein Baby gespürt habe, so richtig bewusst und intensiv. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich glaube, dass ich es gespürt habe, aber nicht sicher war, weil es relativ früh war. Ich habe aber eine Hinterwandplazenta und das bedeutet, ich spüre mein Kind auf jeden Fall früher und deutlicher. Und ja, aufgeschrieben habe ich am 4. März, also quasi 17 plus 4, in der 18. Schwangerschaftswoche habe ich das erste Mal mein Baby gespürt. Und es ist einfach nur ein unfassbares Gefühl. Und jeder, der mir beschrieben hat, wie sich das anfühlt, konnte ich nicht mit anfangen. Und ich finde auch, dass es sich überhaupt nicht so angefühlt hat, wie es beschrieben wurde. Viele beschreiben das immer so als Schmetterlingsgefühle im Bauch oder als ja, Blähungen oder so. Aber kann ich gar nicht unterschreiben. Also ich finde, das fühlt sich an wie Zuckungen oder Muskelkater im Bauch. Und es wurde immer mehr und mehr. Und jedes Mal am Anfang, wenn es noch nicht so oft am Tag war, habe ich dann immer, wenn es sich bewegt hat, immer so, oh Gott, habe ich mich ganz still hingesetzt und versucht zu fühlen. Einfach ein unglaubliches Gefühl, was auch in dieser Zeit das erste Mal aufgetreten ist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt am 2. März, ich habe mir aufgeschrieben, ich habe endlich eine Hebamme gefunden. Meine Güte, war das ein Kampf. Also ich war am Ende so verzweifelt, ich habe geweint und irgendjemanden angefleht, mir zu helfen, eine Hebamme zu finden, weil es anscheinend hier einen echten, ich sag mal, Mangel an Hebammen gibt. Das ist echt nicht witzig gewesen. Das ist so ein Thema, was jeder selber für sich entscheiden muss. Ich möchte gerne eine haben, besonders für die Zeit nach der Geburt, sprich Stillberatung, Wochenbett und so weiter. Und es war echt schwer, weil, wisst ihr, das Schlimme ist, und ich betitel es wirklich als schlimm,
dass mir zu 99% die Hebammen abgesagt haben, aus dem Grund, dass der 9.8. ja die Ferienzeit ist und sie im Urlaub sind. Und das fand ich sehr erschreckend, weil wie viele Babys kommen auch zu Weihnachten oder zu Silvester auf die Welt und darauf kann ich keinen Einfluss nehmen. Und das fand ich sehr traurig. Es war wirklich nur vielleicht ein Drittel, die gesagt haben, nee, wir können da leider nicht, wir sind schon voll. Sehr traurig. Also ich habe auf jeden Fall eine gefunden. Sie war auch schon da, wir haben gesprochen. Ich finde sie super sympathisch und nett. Sie ist ein bisschen älter schon. Das heißt, erfahren auf jeden Fall. Und wir haben uns zusammengesetzt, leckeren Kaffee getrunken, alles besprochen. Und bis jetzt habe ich sie halt auch nicht mehr gebraucht. Ne? Und ich denke, das wird in der Schwangerschaft auch jetzt nicht mehr so der Fall sein. Für mich ist die Zeit danach sehr, sehr wichtig und da vertraue ich sehr auf sie. Und da bin ich auch wirklich, wirklich froh, dass ich jetzt im 5. Monat eine Hebamme gefunden habe. Zudem habe ich mich entschieden, in einem Krankenhaus zu entbinden, logisch. Ich weiß auch schon, in welchem Krankenhaus. Wir haben ja hier mehrere Möglichkeiten und bald sind Kreißsaalbesichtigungen und das sind so offene und da gehen wir dann bald mal hin oder jetzt demnächst. Da freue ich mich auch schon drauf, einfach das mal alles zu sehen und man so hoffentlich da dann zu entbinden. Ja, die Entscheidung haben wir auf jeden Fall auch in diesem Zeitraum getroffen. Am 28.02. hatte ich dann einen Frauenarzttermin. Ich springe jetzt mal so ein bisschen zurück, weil ich hier das Bild euch jetzt gerne zeigen möchte. Und dieses Bild ist einfach ein traumhaftes Bild, weil es erkennt kaum einer. Also ich muss dazu sagen, als mein Frauenarzt geschaltet hat, hat er gesagt, oh, ein kleiner Denker, Denkerin. Also wir reden jetzt hier nicht vom Geschlecht. Und ich habe mich so erst, habe ich so gedacht, was meint der denn jetzt? Und dann habe ich das Bild ausgedruckt bekommen und habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe es dann unseren Mädels geschickt und Easy hat es sofort erkannt. Sie hat mir geschrieben, ja, ist doch logisch. Das Kind macht das und das. Ich wollte es jetzt euch gerade einmal kurz zeigen, bevor ich es erzähle. Und ich, jo. Stimmt. Ich erkenne es jetzt sofort. Meine Schwester erkennt es immer noch nicht, auch wenn ich es ihr erkläre. Zu diesem Zeitpunkt hat unser Baby 150 Gramm gewogen. Und ich zeige euch jetzt mal, um welches Bild es geht. Und zwar geht es darum. Erkennt ihr es? Dann könnt ihr das jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr es erkannt habt. Und zwar geht es folgendermaßen. Das hier ist die Hand am Kopf von meinem Baby. Das ist der Arm. Das ist das Gesicht und hier ist halt der Kopf und hier ist halt der Oberkörper mit dem Rippenbogen. Das bedeutet, mein Kind liegt so oder lag zu dem Zeitpunkt so, wie so ein kleiner Denker. Und ich liebe dieses Bild einfach total und bin gespannt, ob ihr jetzt gesehen habt, wie das Kind liegt. Ich denke, viele von euch, die vielleicht schon Babys haben oder Kinder haben, die sehen das. Ich habe es absolut nicht gesehen, erst als er es mir erklärt hat. Ich hatte dann am 6.3. wieder einen Termin und habe mir hier aufgeschrieben, dass das Kind ungefähr 18 cm groß ist, super und zeitgerecht entwickelt, Fruchtwasser ist gut. Und da sah man dann schon zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber man sah deutlich Schamlippen, wo man erst gesagt hat, das werden sie wohl sein. Aber er hat bis jetzt nie gesagt, ja, 100% Mädchen, weil es gibt kein 100%iges Outing. Aber er meint, es sieht immer noch alles danach aus. Die kleine Maus liegt oder sitzt halt immer so, dass man es nicht wirklich erkennen kann. Was aber auch nicht schlimm ist, aber mein Mama-Gefühl hat mich bis jetzt nicht enttäuscht. Also ich glaube immer noch fest, dass wir ein Mädchen bekommen. Es wäre nicht schlimm, wenn es ein Junge wird. Aber diese Frau, diese Intuition einer Frau, die ist doch schon sehr, 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 sehr gut, oder? Am 14.3. hatte ich auch einen Termin. Da wog unser kleines Mäuschen schon 230 Gramm. Könnt ihr euch das vorstellen? 230 Gramm. Das ist total krass. Also das ist echt... Auch hier wieder zeitgerecht entwickelt, Tendenz ist immer noch ein Mädchen. Und dort war auch wieder alles gut. Ihr seht, ich war ein bisschen öfter beim Arzt, einfach weil ich diese Schmerzen hatte. Und ja, genau, also mit dem Baby, wie ihr seht, geht es wirklich immer gut. Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, im 5. Monat, so stelle ich mir die optimale Geburt vor. Da habe ich einen Punkt hingeschrieben und zwar hoffentlich platzt die Fruchtblase an einem geeigneten Ort. Ich habe wirklich Panik davor. Also mir ist es wirklich egal, wie ich aussehe, ja. Mir ist es egal, ob meine Haare frisch gewaschen sind, ob meine Beine rasiert sind, ist mir alles egal. Aber ich möchte bitte, dass meine Fruchtblase nicht im Auto platzt, nicht in der Stadt, nicht irgendwo an Plätzen, die es unangenehm machen können. Am schönsten wäre es zu Hause oder im Krankenhaus. Das wäre mein einziger Wunsch für eine perfekte Geburt, weil eine perfekte Geburt bestimmt jeder für sich selber. Ich finde nicht, dass man sie... betiteln kann mit Worten. Ja, also jeder erlebt ja die Geburt anders. Genau.
Sonst ist alles in Ordnung. Ich freue mich, wie gesagt, dass unser Kind sich zeitgerecht entwickelt, immer schwerer und größer wird und ich eine Hebamme habe und es geht alles voran. Das heißt, 17. bis 20. Woche habe ich gut mit meinem Kind abgeschlossen und ich hoffe, ihr freut euch über diese Information und über dieses Update. Ich freue mich auch sehr. Und ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, lasst mir wie immer gerne Feedback da. Und ihr wisst auch, dass wir, ja, ich bin jetzt nicht mehr alleine, bei mir schlagen zwei Herzen. Wir lieben euch und wir passen auch auf uns auf. Also tut ihr es bitte auch. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem neuen Video oder beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Bye, bye.